Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hier endet mein Leben als dänischer Journalist. Ab jetzt erwartet mich ein Leben, in dem ich jenseits aller moralischen Grenzen tun kann, was ich will und trotzdem als respektables Mitglied der Gesellschaft gelte. Ich werde in geheimen Staatsaffären mitmischen, auf dem roten Teppich einherschreiten und die Welt bereisen, mit einem Koffer voller Diamanten. Kurz, ich bin jetzt ein afrikanischer Diplomat. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Willkommen in der Zentralafrikanischen Republik. Ich trinke gerade über den Dächern der Hauptstadt Bangui Cocktails mit einem Kollegen aus dem Sudan. In meiner Smokingjacke steckt ein Diplomatenpass, der mich als Konsul und Sonderbotschafter Liberias in der Zentralafrikanischen Republik ausweist. Als solcher tue ich mein Bestes, um Liberia zu repräsentieren. Im Namen Liberias begrüße ich Sie zu diesem Empfang. Um ehrlich zu sein, ich bin kein besonders talentierter Diplomat. Ich verstehe nicht viel vom Protokoll. Mats ist kein talentierter Diplomat. Aber ich verstehe was von Alkohol, was Sie, hoffe ich, zu schätzen wissen. Mein diplomatischer Werdegang begann in Portugal. Hier in den Außenbezirken von Coimbra residieren die Gebrüder Evans, zwei Engländer, die bereits in zweiter Generation mit Diplomatentiteln handeln. Chef der Firma ist der ältere Bruder Colin, vormals Elitesoldat bei den Royal Marines. Ein weißer Europäer, der mit diplomatischen Papieren regelmäßig von Europa in ein diamantenproduzierendes Land in Afrika und wieder zurückreisen kann, ist ein sehr, sehr wertvoller Zeitgenosse. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich sag's mal so, für 1 Million Euro könnte ich das in einer Woche regeln. Als eine Art freischaffender Diplomat bewegt sich Colin Evans in einer bizarren Grauzone. Er verdient sein Geld, viel Geld, als Makler zwischen finanzschwachen Drittweltländern und Menschen, die einen diplomatischen Status anstreben. Meine einzige Sorge ist, wenn es zu einer finanziellen Transaktion kommt, zwischen Ihnen und mir oder zwischen Ihnen und der Firma, und Sie in etwas verwickelt werden, das nicht okay ist, dann fällt das auf uns zurück. Und wir sind ehrlich gesagt nicht bereit, das zu riskieren. Aber wir haben einen Plan. Stand over there. Um nicht nur ein Eisen im Feuer zu haben, kontaktierte ich einen weiteren Makler, den Holländer Willem Thyssen. Wir treffen uns in einem Hotel in Kopenhagen zu einem kurzen Geschäftsessen. Hatten Sie einen guten Flug? Großartig. Ich muss das nicht selbst machen. Das ist ja schon der halbe Erfolg.
Tyson vertritt eine Agentur, die sich diplomatische Dienste nennt. Er ist der Ansprechpartner, wenn es um diplomatische Positionen in Liberia geht. Das westafrikanische Land ist gerade dabei, sich von einem langjährigen Bürgerkrieg zu erholen. Willem sagt, sein Boss sei ein Dr. Eastman, ein geheimnisumwitterter Vermittler mit besten Beziehungen in alle Hinterzimmer der afrikanischen Politik. Ich weiß nicht genau, was er macht. Aber er hat enormen Einfluss bei Staatsoberhäuptern. Klingt geheimnisvoll. Mir gefällt der Name Dr. Eastman. Klingt nach Spionage-Thriller. Eastman, ein Spion? Nein, glauben Sie das nicht? Nein, ich meine nur wegen des Namens. Er hat enge Kontakte. Wissen Sie, es gibt die Unterwelt, die Kriminellen. Dann die Oberwelt, in der wir leben, die Geschäftsleute. Und die Welt dahinter, die Leute, die Einfluss haben, die tatsächlich die Fäden ziehen. Tyson war sicher, dass er mich als liberischen Diplomaten in der Zentralafrikanischen Republik etablieren konnte. Es würde mich $135.000 kosten. Dafür bekäme ich aber auch noch ein Diplom der Universität von Monrovia und einen liberischen Führerschein. Beim Essen besprachen wir die wunderbaren Möglichkeiten, die mir als afrikanischem Diplomaten offenstehen würden. Sie können mit 10 Millionen Dollar in bar in Ihrem Koffer reisen. Ich kann das nicht. Niemand kann das. Aber ein Konsul oder Botschafter kann das. Wenn Sie vorhaben, was ich glaube, dass Sie vorhaben, und Sie es so tun, wie wir es für Sie vorbereiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie Erfolg haben. Wenn Sie es irgendwie anders versuchen, können Sie allenfalls hoffen, verhaftet zu werden und alles zu verlieren, was Sie haben. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie tot in einem Graben irgendwo in Afrika liegen. Ich sehe ein silbernes Tablett. Wie der Name sagt, liegt die Zentralafrikanische Republik in der Mitte Afrikas. Sie präsentiert sich selbst als eine Art Jurassic Park für Leute, die sich nach dem Afrika der 70er Jahre sehnen. Wenn der Kongo das Herz der Finsternis war, dann ist die Zentralafrikanische Republik der Blinddarm. Für manche ist die ZAR ein gescheiterter Staat, aber das hieße, dass es irgendwann eine funktionierende staatliche Struktur gegeben hätte. Tatsächlich handelt es sich um ein gesetzloses Gebiet in der Größe von Texas, in dem ein paar tausend armselig ausgestattete Soldaten versuchen, die Hauptstadt Bangui vor den Schrecken der Wildnis zu schützen. Hier verbringt eine kleine politische Elite ihre Zeit zumeist mit kriminellen Aktivitäten. Einmal die Woche fliegt man nach Paris, ins Land der ehemaligen Kolonialherren. Natürlich wirkt so ein Staat auf Weiße mit lichtscheuen Absichten wie ein Magnet. Großartig. Ich bin jetzt Liberia, Paul. Liberia? Ja. Sie wissen, wie man es macht. Ja, ich habe hart daran gearbeitet. Paul ist mein Kontaktmann in Bangui, eine Art diplomatisches Mädchen für alles. Wir teilen die Faszination für den ehemaligen Tyrannen der ZAR, den kannibalischen Kaiser Bokassa, der irgendwann schlicht durchdrehte. Hier machen wir einen Abstecher zu den Ruinen seines Dschungelschlosses. Fabelhaft! In Europa gilt Bokassa als übler Diktator. Aber wie sehen ihn die Leute hier? Bokassa als solcher war sehr menschlich. Sein erstes Ziel war, das Land zu entwickeln, die Region zu retten. Deshalb hat er auch Gewalt angewendet, um all die zu beseitigen, die dabei im Weg waren. Im Weg? Er räumte sie aus dem Weg. Also heißt es, er hat sie umgebracht. Mit diesem Pass können wir also zum Außenministerium gehen? Oder zu anderen Stellen? Als Diplomat? In der Diplomatenwelt heißt es, wenn du nicht am Tisch sitzt, liegst du drauf. Also müssen wir an den Tisch, dahin, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ich will schließlich kein Luftgitarrendiplomat sein.
Du hast für Chinesen gearbeitet. Die sind schwierig. Schwierig. Sehr schwierig. Ich sag dir was. Ich glaube, da ist ein Krieg im Gang zwischen dem Westen und China. Es ist ein kalter Krieg, aber ein Krieg. Und die Front verläuft hier, mitten in Afrika, weil die Chinesen hierher kommen. Sie wollen die ganzen Rohstoffe, die natürlichen Ressourcen. Sie haben keine Moral. Genau. Mein Kopf platzt nur so vor Ideen. Ich habe so viele Ideen, so viele Visionen. Ich weiß. Wir müssen an der Diamantensache arbeiten. Als guter Diplomat will ich natürlich so viele Diamanten wie möglich in die Hand bekommen. Beim diplomatischen Korps von Bangui sind Diamanten ein beliebtes Nebengeschäft. Vor einigen Jahren wurden der spanische und der griechische Konsul deshalb der Steuerhinterziehung angeklagt. Der spanische Konsul musste mitten in der Nacht fliehen und der italienische Konsul half ihm dabei. Lassen Sie die Finger von Waffen, lassen Sie die Finger von Diamanten und lassen Sie die Finger von den Frauen der Angestellten. Alles andere ist in Ordnung. Das ist der Rat, den ich brauche. Ich möchte Ihrem Beispiel folgen, zusammen mit meinem zukünftigen Geschäftspartner, Monsieur Dalkia Gilbert, der mich spät abends in meinem Hotel aufsucht. Meine Sekretärin Maria war auch da. Monsieur Gilbert, ein alter, wettergegärmter Diamantenschürfer, war von seinen Minen tagelang durch die Wildnis gereist, um uns zu treffen. Wie die meisten Minenbetreiber Zentralafrikas stand er nach dem Zusammenbruch des Diamantenmarktes vor dem Bankrott. Ein weiteres Problem war seine Verbindung zu Ex-Präsident Patassé, der nach dem Staatsstreich des jetzigen Präsidenten General Bozizé abgesetzt worden war. Also versucht Gilbert jetzt, sich bei Präsident Bozizé einzuschleimen, der den auch bereit ist, ihn fürs Parlament kandidieren zu lassen. In der Zwischenzeit suchte Gilbert nach einem ausländischen Geldgeber und schlug vor, ich solle ihm für die Arbeit in den Minen einen Bulldozer besorgen. Er kann wählen. Wenn er sagt, ich will den, rufe ich in Europa an und der wird nach Bangui geflogen. Wenn Sie sich einen Bulldozer aussuchen, ruft Mr. Matz Europa an. Monsieur Gilbert und ich gehen dann zu einem Anwalt und machen einen Vertrag. Es geht um den Vertrag. In 2 Wochen können Sie für ein paar Millionen Steine haben. Warum erst dann? Wegen des Wassers. Es hat viel geregnet dieses Jahr. Hast du verstanden? Nein. Er sagt, Sie sind in der Mine so weit, dass Sie an die Diamanten ran können, sobald das Wasser weg ist. Dafür braucht er ungefähr 10 Millionen CFA Franc im Bar. Das sind 15.000 Euro. Damit könnte er die Diamanten in ein paar Wochen aus dem Boden holen. Dafür brauche ich das Geld. Ich habe mich heute mit ein paar Geschäftsleuten getroffen. Ich kenne auch noch andere, aber ich traue Ihnen. Viele Geschäftsleute wollen mit ihm zusammenarbeiten. Gentlemen. Aber er vertraut Ihnen. Vielen Dank, Monsieur Gilbert. Jetzt kann's losgehen. Geschäfte unter Geschäftsmännern. Natürlich können Diplomaten in Afrika nicht offen mit Diamanten handeln. Um das Geschäft zu tarnen, gab ich vor, in der ZAR eine Streichholzfabrik bauen zu wollen. Eine ziemlich geniale Idee, denn das Land ist so unterentwickelt und arm, dass es sogar Eier importieren muss. Also holte ich einen Zündholzexperten aus Indien, Sumit. Eine Streichholzschachtel ist an sich nicht weiter kompliziert. Sie ist sehr klein. Aber um sie herzustellen, braucht es viele Schritte. Die Streichhölzer müssen geschnitten werden. Dann müssen sie die äußere Schachtel machen, die innere. Die Zündholzköpfe müssen in Schwefel getaucht werden. Das sind eine Menge Schritte. Dafür haben wir ja Sie.
Das ehemalige Safari-Hotel in Bangui ist das beste Beispiel dafür, wie die Uhren in der ZAR rückwärts laufen. In einer alten Aufnahme von Kaiser Bokassa sehen Sie das Hotel oberhalb des Ubangi-Flusses an der Grenze zum Kongo. Das Hotel galt als Bokassas Kronjuwel. Seit dem Sturz des irren Kaisers zerfällt es zusehends und wird gerade noch durch sein wackeliges Gerüst zusammengehalten. Meine zukünftige Botschafter-Suite liegt im Penthouse. Einst ein Nachtclub, demnächst die Residenz eines liberischen Diplomaten. Hast du das hier rahmen lassen? Ja. Mist, ist doch schief. Ich habe Einladungen an meine Diplomatenkollegen in Bangui und an hochrangige Regierungsmitglieder verschickt. Hat jeder seine Visitenkarten? Als ausgewiesener Diplomat scheue ich mich natürlich nicht, die Gespräche heimlich zu filmen. Die Umgebung färbt eben ab. Angenehm. Sehr erfreut. Als einen der ersten treffe ich den Chef der Staatssicherheit der ZAR. Einen kleinen Gin Tonic oder lieber Wodka Tonic? Wodka. Wodka pur? Ich bin dem Staatschef für alles verantwortlich, was die innere Sicherheit angeht. Spionage, Gegenspionage, Überwachungen, Abwehr. Er war bei der Fremdenlegion? Ich war 26 Jahre bei der Legion. 26 Jahre, oh. Die Franzosen verliehen mir 1986 für erwiesene Dienste die Staatsbürgerschaft. 2006 nahmen sie mir dann meinen Pass weg. Das sagt alles. 2006 wurde ich in Frankreich als angeblicher Söldner angeklagt. Für die Franzosen war die Zentralafrikanische Republik immer so eine Art Sparbuch. Sie glauben, alles hier gehört ihnen und niemandem sonst. Also lässt du besser die Finger vom Sparbuch. Er sagt, alles hier gehört Frankreich, das sei die Einstellung der Franzosen. Wir haben hier Kupfer, Eisenerz, Mangan, Kobalt, Uran, rotes Quecksilber. Sie haben jede Menge Bodenschätze. Wir wissen, wo sie liegen. Aber jedes Mal, wenn wir einen Kredit wollen, um selbst mit dem Abbau anzufangen, gibt es Probleme. Sie werden behindert? Wie denn? Wenn Sie jemanden am Laufen hindern wollen, stecken Sie ihm einen Stein in den Schuh. Und bei einem Staat? Mittel, die für die Bekämpfung von Rebellen aufgewendet werden, können nicht in die Entwicklung fließen. Das ist Ernesto, mein Tennislehrer in Bangui. Wir spielen ein Doppel gegen den indischen Konsul und einen Vertreter des französischen Energiekonzerns Areva, der in der Stadt ist, weil chinesisches Kapital den Franzosen endlich ermöglicht hat, das legendäre Uranvorkommen von Bakuma in der Nähe von Bangui zu erschließen. Kaiser Bokassa pflegte die Franzosen mit der Drohung, unter Druck zu setzen, das Uran an die Chinesen zu verkaufen. Jetzt machen Franzosen und Chinesen in Bakuma gemeinsame Sache. Pankaj, der indische Konsul, ist eine nahezu exakte Kopie des Mannes, in den ich mich verwandelt hatte. Auch er vermischte auf schwindelerregende Weise Geschäft und Diplomatie. Danke, Pankaj. Fantastisch. Mein erstes Match in der ZAR und gleich gewonnen. Zu meiner Überraschung hatte er auch eine Zündholzfabrik bauen wollen. Ich bin neugierig. Warum hast du es nicht gemacht? Ich sagte ja schon, es war unglaublich schwierig. Das Land ist nicht sicher. Jeder hat eine Waffe, also kann jederzeit alles passieren. Das Land ist wirklich kompliziert, Mann. Also Vorsicht. Sie nehmen dein Geld und treten dich in den Arsch. Leute haben hier schon über Nacht Millionen verloren. Ich hab's gesehen. Sie tauchen nachts an deiner Haustür auf und halten dir eine Kanone an den Kopf, bis du ihnen dein Geld gibst. Sie sagen, sie handeln auf Befehl und filzen dein Büro. Wem ist das passiert?
Den ganzen Diamantenleuten, sie haben alle ihr Geld verloren. Eine Gesellschaft hat über Nacht 1,5 Millionen Dollar verloren. Erzähl keinem von deinen Plänen. Du willst einfach nur dein Konsulat aufmachen. Ich darf nicht über Geschäfte reden? Ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich dachte... Du kannst mit den anderen Konsuln reden. Aber sei vorsichtig mit dem Holländer. Dem Holländer? Und mit dem Belgier, mit allen Europäern. Sie erzählen alles dem französischen Botschafter. Und um Frankreich soll ich einen Bogen machen. Die afrikanischen Konsuln sind okay, aber Vorsicht mit dem Rest. Für Weiße ist die Zentralafrikanische Republik ein Terrain voller Fallstricke. Schon der Anblick eines Weißen kann in Bangui wilde Spekulationen über Söldnertruppen und Umsturzpläne auslösen. Vor ein paar Monaten wurde eine Gruppe slowakischer Safari-Touristen festgenommen, weil sie angeblich einen Staatsstreich planten. Angesichts meiner illegalen Absichten musste ich also darauf achten, dass meine Papiere absolut in Ordnung waren. Kotzen hier. Ja, wie geht's? Mir geht's gut, Willem, aber ich sehe gerade, ich habe das Diplomatenhandbuch für Liberia gekauft und da steht, liberische Diplomatenpässe sind ECOWAS-Pässe mit biometrischen Fotos und sie sind schwarz. Meiner ist rot und nicht biometrisch. Ich dachte, Sie hätten einen neuen bekommen. Ich habe ihn nicht ausgepackt. Ich mache mir nur Sorgen. Wenn jemand hier meinen Pass sieht und in Monrovia anfragt, wer ist der Typ, was sagen die denn? Da ruft keiner an. Wen denn auch? Wen zum Teufel sollen die anrufen? Dass ich meinen Diplomatenpass bei Tyson bestellt hatte, lag daran, dass Colin Evans meine erste Wahl nicht liefern konnte. Bringen Sie in mein Büro. Frag, ob Sie Tee wollen. Ich nehme gerne eine Tasse Tee. Als ich ihn mit meiner Sekretärin Maria in Portugal aufsuchte, sagte Evans, es sei schwierig, ein Land zu finden, das diplomatische Beziehungen zur ZAR aufnehmen wolle. Das Problem mit der ZAR im Moment ist, alle Staaten, die ein Interesse daran haben, dort vertreten zu sein, sind schon da. Und die, die nicht da sind, haben kein Interesse. Das nahm Colin Evans persönlich, weil er selbst für die ZAR als Diplomat tätig ist. Hier steht er mit einem verdächtig aussehenden asiatischen Herrn vor einem Bild von Präsident Bozizé. Es ist Afrikas vergessenes Land. Ich weiß es, ich arbeite für die. Ich weiß auch, wenn ich das vor Maria so sagen darf, dass die ZAR ein absoluter Scheißladen sein kann. Ich fliege nie hin. Ich vertrete sie im Ausland. Aber persönlich ziehe ich es vor, mich da nicht sehen zu lassen. Die meiste Zeit geht bei denen hier für schwarze Magie drauf. Sie gehen alle zum Maribu, zu ihrem örtlichen Zauberer, um irgendein Pulver zu kaufen oder einen Voodoo-Fluch gegen Gott weiß wen zu bestellen. Am meisten Respekt haben sie vor den Pygmäen. Die sollen die besten Zauberer haben. Also wäre es ein guter Werbegag, wenn wir die Streichhölzer von Pygmäen herstellen lassen. Pygmäen, okay. Das spricht die Afrikaner an. Nicht Sie oder mich, aber die Afrikaner. Paul, ich will nicht rassistisch sein, aber ich habe ein Problem mit Asiaten. Asiaten. Sie sind immer so hinterlistig und geizig. Geizig. Man kann ihnen nicht trauen. Und sie haben schlechte Manieren. Sie wollen alles für sich. Sie sind sehr selbstsüchtig.
Also mache ich Monsieur Gilbert meinen Vorschlag. Dann reden wir darüber und wenn er einverstanden ist, gehen wir morgen zum Anwalt. Paul, bitte übersetzt das. Wenn ich richtig verstanden habe, gefällt ihm der kleine Bulldozer. Aber er braucht auch schnell Bargeld. Was hätte er denn jetzt gern? Die 10 Millionen CFA-Franc oder den Bulldozer? Wollen Sie den Bulldozer oder die 10 Millionen? Die 10 Millionen. Perfekt, Monsieur Gilbert. Danke. Wir haben eine Vorabinvestition vereinbart mit einem Mann namens Gilbert Dalkia. Kennen Sie ihn? Ja. Halten Sie es für eine gute Idee? Kommt drauf an, ob Sie ihn im Griff haben oder ob er macht, was er will. Wie vermeiden wir, dass er macht, was er will? Sie müssen wissen, wie das Beziehungsgeflecht hier aussieht. Wenn er glaubt, dass Sie gute Beziehungen zu Leuten haben, die mächtiger sind als er, wird er sich benehmen. Wenn er das Gegenteil glaubt, werden Sie alles verlieren. Er sagt, wir werden alles verlieren. Hallo, Mr. Kortzen. Was macht die ZAR? Danke, Willem. Den Diplomatenpass, den ich jetzt habe, kann ich den hier benutzen? Ja, können Sie. Aber ich habe keine Akkreditierungspapiere dazu. Ja, ich weiß. Ever see the jungle where the animals look fried? Put me in the Congo and the jungle and I'm right. Ah, der Laden für Briefumschläge. Also das hier sind 100.000. Das macht ihn glücklich? Dann ist das hier der Umschlag, der glücklich macht. Wir treffen also den Sekretär des Präsidenten. Aber ich gebe ihm den Umschlag nicht. Nein, dann fühlt er sich korrumpiert. Schmutzig. Aber der Umschlag ist für ihn. Ja. Um ihn glücklich zu machen. Also auf ins Geschäft. Sehr, sehr gute Gespräche. Ich fühle mich echt mächtig. Wie ein schwarzer Albino. Außen weiß, aber innen tief schwarz. Meine Tarnung als Diplomat mit hochfliegenden Plänen für den Bau einer Zündholzfabrik führt mich mit den mächtigsten Männern in Bangui zusammen. Vielleicht könnten Sie und Mr. Kortzen... Aber sicher. Ich mache ein Foto. Bei unserem letzten Treffen war es auch dunkel. Dann ging plötzlich das Licht an und er sagte, Sie bringen das Licht. Ich erklärte Minister Gaston, dass ich bereits einen Streichholzexperten aus Indien mitgebracht hätte, um so schnell wie möglich mit der Zündholzproduktion in Bangui beginnen zu können. Ich glaube an nachhaltige Entwicklungen und die Förderung der Stammeskultur. Deshalb möchte ich in der Fabrik einen Pygmäen beschäftigen. Man muss Menschen bilden, damit sie produktiv sein können. Sogar Pygmäen. Er sagt, du arbeitest da an was, an dem ihm viel liegt. Persönliche Entwicklung und Bildung. Das sei wichtig, vor allem bei den Pygmäen. Das Niveau der Menschen zu heben. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Minister dieses Vorhaben unterstützen könnte. Ich selbst lebe in einem Dorf, in dessen Umgebung hauptsächlich Pygmäen leben. Nicht weit von da, wo ich wohne.
Wir können problemlos hin. Wenn Sie es interessiert, können wir den Dorfältesten besuchen. Inzwischen präsentierte ein einheimischer Künstler seine Entwürfe für die Streichholzschachteln. Wow, toll. Das heißt, der Botschafter erleuchtet Afrika in ihrer Stammessprache. Und da steht, hergestellt von den Pygmäen. Pygmäen, wie sehen die aus? Klein und sehr schwarz. Dann muss der hier schwarz sein. Das hier ist, damit Sie verstehen, wer der Feind ist. Ich will Ihnen sagen, dass mit der Abhängigkeit von den Franzosen und Chinesen Schluss sein muss und dass sie selbstständig werden müssen. Das Baguette, das ist ein Franzose und das ein Chinese. Er weiß, dass Chinesen so aussehen. Er sagt, das Haar sollte französischer sein und abstehen. Und die Chinesen sollten kleinere Augen haben. Der einzige Weg zum amtlich lizenzierten Diamantenhändler führt über das Bergbauministerium in Bangui. Damit die Regierung meine Partnerschaft mit Monsieur Gilbert anerkennt, muss ich einen Standardvertrag des Bergbauministeriums unterzeichnen. Dieser Vertrag besagt, wenn Monsieur Dalkia, also seine Firma, Diamanten findet, die er ausführen will, kann das legal geschehen. Ich kann Sie nach Europa mitnehmen? Ja. Dieser Vertrag ist also eine Art Schweizer Offiziersmesser. Dieser Vertrag ist also ein Schweizer Offiziersmesser? Aber ja. Der Vertrag hätte mich verpflichtet, von nun an für alle Ausgaben Monsieur Gilberts aufzukommen. Um dem zu entgehen, suchte ich eine Anwaltskanzlei auf, die mir Minister Gaston empfohlen hatte. Der Chef der Kanzlei, ein Regierungsmitglied, würde uns, so hieß es, bei der Abfassung einer entschärften Vertragsversion behilflich sein. Das klang gut. Wie weit ist es zu den Pygmäen? Nur 20 Minuten. Wartet der Minister auf uns? Ja. Haben wir Seife und Zigaretten für die Pygmäen? Seife und Zigaretten, Kleinigkeiten und so. Wenn wir da sind, möchte der Minister Wein und Getränke kaufen. Für eine kleine Feier. Er möchte die Pygmäen tanzen sehen. Eine Pygmäenparty? Genau. Hat er Bokassa mal getroffen? Er hat mich ins Gefängnis gesteckt. Wirklich? Ja. Er hat ihn verhaften lassen. Er hat mich ins Gefängnis gesteckt. Leben die Pygmäen weit von hier? Ganz in der Nähe, beim See. Sind das ihre Trommeln? Ja. Sie haben angefangen zu tanzen, um den Geist zu rufen. Sie kreiseln wie ein Wirbelwind. Sie erzeugen so eine Art Sturm, indem sie mit ihren Kleidern herumwirbeln. Großartig. Sie machen's, wenn wir kommen. Ihr werdet die Pygmäen und ihre ganz besondere Macht erleben. Dann freuen Sie sich also und sind schon ganz aus dem Häuschen. Das sind Sie immer. Und tatsächlich, seit den frühen Morgenstunden hatte Minister Gaston seine Pygmäen literweise mit Rotwein und schwarzgebranntem Schnaps abgefüllt. Nun befand sich der gesamte Stamm, die Kinder inklusive, in einer hochprozentigen Trance. Das verstehen diese Entwicklungshilfe-Leute nicht. Man kann echt Spaß haben in Afrika. Mitten in diesem Trubel machte mir Minister Gaston ein Angebot, dem ich nicht widerstehen konnte. Ein Treffen mit dem Verteidigungsminister, dem Sohn des Präsidenten, Francis Bozizé. So geht das. Wenn der Sohn des Präsidenten Sie empfängt, eines Tages wird er der Nachfolger seines Vaters. Dann ist er Präsident. Sie nehmen besser ein bisschen Geld mit. Für den Minister. Noch ein Umschlag, der glücklich macht. Kein Problem. Dann teilte mir der Stammesälteste mit, dass sie mir einen Pygmäenassistenten ausgesucht hätten. Er ist im Busch. Was macht er da? Jagen.
Verstehe. Bitte sag ihm, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank für den Tanz, Pygmäen. Könntest du das übersetzen? Danke für den Tanz, ihr wundervollen Pygmäen. Ich möchte meine Rede beenden mit einem Zitat des berühmten amerikanischen Generals Patton. Wenn du Leuten sagst, was sie tun sollen, ohne ihnen zu sagen, wie sie es tun sollen, wirst du dich wundern, was dabei herauskommt. Vielen Dank. Gefiel Ihnen die Rede? Gut. Wenn Sie klatschen und pfeifen, freuen Sie sich. Gute Rede? Gute Rede. Sehr stark. Sie ging ans Herz. Das ist wichtig, die Menschen zu rühren. Hallo Willem, hier Mats. Mats, wie geht's? Folgendes, ich bin wirklich in einer blöden Situation. Ich treffe morgen den Sohn des Präsidenten, den Verteidigungsminister. Er denkt, ich sei ein liberischer Diplomat. Ich gebe Unsummen an Bestechungsgeld aus, weil er wichtig ist für das Anlaufen der Streichholzfabrik. Und du weißt... Was sagst du? Hallo. Hallo, can you hear me? Hörst du mich? Ich höre nichts. Willem, hörst du mich? Willem Tyson konnte mich nicht hören und das war bedauerlich, weil er noch nichts von dem geliefert hatte, wofür ich ihn bezahlt hatte. Vor ein paar Monaten war er nach Kopenhagen gekommen, um die erste Rate von $50,000 zu kassieren. Schöne Grüße von Dr. Eastman. Wenn man so viel Geld abhebt, gibt einem die Bank so eine Tasche. Das sind alles Dollars. Also, wie weit sind wir? Also es ist alles vorbereitet. Das ganze Team da drüben wartet auf mich. Wenn ich da bin, gilt die Sache den Amtsweg. Der verlangt eine Menge Aufmerksamkeit. Den Amtsweg gehen war eine freundliche Umschreibung für die Bestechungsgelder, die er von meinem Geld an Beamte in Liberia gezahlt hatte, um meine Ankunft vorzubereiten. Sie werden dich nicht kontrollieren. Du wirst als Diplomat behandelt. Du musst nicht mal durch den Zoll. In Liberia lief denn auch alles wie geplant. Auf dem Flughafen von Monrovia musste ich tatsächlich nicht durch den Zoll und wurde als Diplomat behandelt. Maria, mach Aufnahmen vom Verteidigungsministerium. Es ist so ein schönes Gebäude. Ich mag diese Architektur einfach. Was davon noch übrig ist? Ebenso mächtig wie minimalistisch. Auf welcher Stufe stehen liberische Diplomaten in Afrika? Es muss doch eine Art Hierarchie geben. Sie werden dich wie einen europäischen Botschafter behandeln, eben wie seine Exzellenz. Das klingt gut. Willem Tyson hat bereits 25 Klienten zu Diplomaten gemacht, aber er ist nur Teil eines viel größeren Apparats. Laut einer Untersuchung der liberischen Regierung wurden in den 90er Jahren mehr als 2500 Diplomatenpässe ausgestellt und verkauft. Viele der Käufer waren vorbestraft. Die liberische Regierung behauptet, diesen Missstand inzwischen abgestellt zu haben. Aber Willem Tysons und meine Anwesenheit in Monrovia lassen anderes vermuten. Hier steht es, Mr. Kortzen die Anforderungen der Behörde für Einwanderung und Einbürgerung erfüllt hat. Und ich habe einen Führerschein. In dem steht, ich wohne in der Clay Street in Monrovia.
Nach einigen Tagen im Hotel wurde ein Treffen mit Varney Sherman arrangiert. Er ist der Mann, wie es in Liberia heißt. Er ist der führende Wirtschaftsanwalt des Landes, den die dänische Großreederei Maersk damit beauftragt hat, ihr bei der Übernahme des Freihafens von Monrovia zu helfen. Außerdem ist Sherman Vorsitzender der Einheitspartei von Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Mit ihm legt man sich besser nicht an, und so gelang mir nur ein Mitschnitt seines Anrufs auf meinem Handy. Also, wir haben da diesen dänischen Geschäftsmann, der seit Jahren großes Interesse an Liberia zeigt. Wir hielten es für angemessen, ihm den Vorzug zu erweisen, das Amt unseres Honorarkonsuls in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik auszuüben. Das ist unser Wunsch. In dem Mitschnitt sagt Sherman dem Außenminister, dass er und ich die besten Freunde seien und er mich als Diplomat im Dienste Liberias wärmstens empfiehlt. Der Minister war beeindruckt. Wie gesagt, Sherman ist der Mann. Ich werde das sofort in die Wege leiten. Vielen Dank. Für diese Gefälligkeit musste ich Sherman als diskrete Spende für die anstehende Präsidentschaftswahl $35.000 übergeben. Hat Mr. Sherman den Umschlag bekommen? Ja, als er ihn bekam, ist er sofort zum Außenministerium. Er war sehr erfreut. Gut, wenn er erfreut ist, bin ich es auch. Ich habe dem Minister gesagt, es ginge mir nicht so gut und er sollte mir eine Woche Zeit geben. Ja, mein Freund, ich bin da. Lassen Sie mich einsteigen, damit wir reden können. Shermans Assistent hat mich gerade angerufen. Gibt es ein Problem? Nein. Ihre Ernennungsurkunde muss von der Präsidentin persönlich unterzeichnet werden. Natürlich gab es ein Problem. Präsidentin Johnson Sirleaf war außer Landes, also konnte ich nicht offiziell zum Sonderbotschafter Liberias in der ZAR ernannt werden. Halt dein Handy dahin. Sag, du hast einen schlechten Empfang. Bis die Präsidentin Zeit finden würde, mich persönlich zu ernennen, blieb ich also ohne offizielle Papiere. Noch in der Nacht traf ich mich mit Willem Thyssen und seinem Team zu einer Krisensitzung. Der Mann bekommt einen Diplomatenpass, einen Titel und eine Ernennungsurkunde. Wir müssen auf die Präsidentin warten. Die Präsidentin muss unterschreiben. Sie muss die Ernennung bestätigen. Ich muss da mal was sagen. Nein, stopp. Ich komme mir wie ein Idiot vor. Es geht um meinen Ruf, meinen guten Namen, alles. Ich habe Mr. Kortzen persönlich versichert, dass er ernannt wird. Das waren die Informationen, die ich hatte. Und so lief es bisher immer. Wir hatten nie mit Sherman zu tun. Auf einmal ist Mr. Big im Spiel. Sonst lief es immer direkt über den Minister. Richtig. Wissen Sie, einmal kam Mr. Wille mit 6 Ernennungen. 6. Wir erledigten 4 an einem Tag. 6 Diplomatentitel? Ja, an einem Tag. Sie bekommen Ihre Urkunde ausgedruckt. Die Präsidentin persönlich wird Ihnen die Robe umhängen. Sowas wie ein Cape? Natürlich, ein Talar. Also hier ist mein Vorschlag für den Vertrag mit Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Lange nicht gesehen. Sie haben nicht angerufen. Warum Sie ihn nicht angerufen haben? Einfach, um mit ihm zu reden. Ihn angerufen. Ich ihn angerufen? Wann? Er fragt, warum Sie nicht angerufen haben. Ach, er will, dass ich ihn anrufe. Ja, er erwartete Ihren Anruf. Der Vertrag setzte den des Bergbauministeriums außer Kraft. Er garantierte Monsieur Gilbert eine Investition in Höhe von 10 Millionen CFA-Francs, das sind 15.000 Euro. Im Gegenzug sollte ein steter Fluss von Diamanten in meine Tasche fließen. Er ist also einverstanden. Ja.
Es ist also okay? Es ist nicht okay. Er hat ihn gelesen, aber er ist kein Anwalt. Dafür hat er einen Berater. Von Partnerschaften verstehe ich eine Menge. Um ihn nochmal zu lesen, in aller Ruhe. Welcher ist mein Assistent? Er. Und er heißt? Albert. Ich freue mich sehr, dass er mein Pygmäen-Assistent ist. Sie kommen immer zu zweit, nie allein. Dann habe ich also zwei Pygmäen-Assistenten. Ich schlage vor, wir machen eine kleine Bootstour auf dem Ubangi. Albert und Beral. Ah ja, Bernard. Mats oder Monsieur Kortzen. Okay, steigen wir ein. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was sounding, this land was made for you and me. Als Bokassa stürzte, haben die Franzosen Daco eingesetzt. Und auf ihre Anweisung hin ließ Daco die Leute alles plündern, was sie wollten. Die französischen Soldaten hatten Befehl, nichts zu unternehmen. Sie sollten nur die Botschaft und den Präsidentenpalast schützen. Es gab also Unruhen. Es wurde alles kurz und klein geschlagen. Die Franzosen wollten, dass alles zusammenbricht? Ja. Aber warum? Wenn das Land weiter von Bokassa regiert worden wäre, wäre es heute die Schweiz Afrikas. Und statt Rohstoffe zu exportieren, würden wir sie verarbeiten und Waren exportieren. Aber wenn ich mit anderen Geschäftsdiplomaten spreche, höre ich immer das Gleiche. Die Firmen, die sich hier niederlassen wollen, verlassen das Land meist schnell wieder. Die Franzosen haben den Afrikanern eine schlechte Angewohnheit hinterlassen. Korruption. Und ein korrupter Minister bekommt automatisch ein Visum, einen Pass und eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich. Die Schwierigkeiten für einen Unternehmer hier sind unglaublich. Es gibt nicht mal die grundlegendsten Dinge. Das ist das Problem. In einem anderen Teil der Stadt eröffneten Sumit und ich derweil einen Streichholz-Workshop. Interessante Klebetechnik. Die Zentralafrikanische Republik ist abhängig von den Franzosen und den Chinesen. Sag ihnen, sie müssen begreifen, dass die Franzosen nur so tun, als seien sie ihre Freunde. Und das hier ist der neue Player, die Chinesen. Man sieht in Bangui nicht viel von ihnen, aber sie sind da. Sie verstecken sich. Sie wollen Diamanten, Kobalt, Titan, Gold, Eisenerz, alles, was sie in die Hände bekommen können. Dagegen müsst ihr was tun, weil die Rohstoffe eure Zukunft sind. Und jetzt stelle ich euch Sumit aus Indien vor. Streichhölzer sind sehr wichtig in unserem Alltag. Sie sind ein wesentliches Bedarfsgut für jeden. Was ist das? Holz, genau. Gibt es Holz in eurem Land?
Too much? Zu viel. Warum machen wir die Streichhölzer dann nicht hier? Weil wir nicht die Möglichkeiten haben? Wenn Mats und ich euch helfen, warum sollten wir es nicht können? Wir können es. Aber die Sicherheitslage in der Zentralafrikanischen Republik war nach wie vor angespannt. Bevor ich nach Bangui kam, waren die bewaffneten UN-Sicherheitskräfte plötzlich aus Birao abgezogen worden. Sie hätten eigentlich die wichtigste Stadt im sogenannten Todesdreieck sichern sollen. Dort, wo die ZAR an Darfur und den Tschad grenzt. Ein paar Wochen später wurde Birao von Rebellen erobert. Das war absehbar und es schien, als habe irgendeine unbekannte Macht gewollt, dass Birao in die Hände der Rebellen fallen sollte. Dann kam ein Vetter von Präsident Bozizé, der Abgeordnete Vilibona Coxis, zu mir ins Hotel, um ein vertrauliches Gespräch über die Situation in Birao zu führen. Meine Karte. Danke. Worum es in Birao geht? Es kracht da ab und an, weil es da Öl gibt. Es gibt da Öl. Und Mächte, die das Öl wollen. Und die sorgen für die Probleme. Die Situation in Birao ist kein Problem der Zentralafrikanischen Republik. Das Problem sind die Mächte im Hintergrund. Und wer sind die? Na, die kennen Sie doch. Trotz des Sicherheitsrisikos musste ich nach Birao, um mich zu vergewissern, dass Monsieur Gilbert tatsächlich im Besitz einer Diamantenmine war. Also charterte ich in Bangui ein Flugzeug und nahm meinen Geschäftspartner mit. Wir fliegen direkt nach Sako. Das dauert 2 Stunden. Dann 30 Minuten nach Bria. Und von da zurück nach Bangui. Wie ist die Lage in Sako? Ja, das muss ich Ihnen sagen. Wenn Sie in den Busch gehen, haben Sie 1,5-2 Stunden. 2 Stunden. Wenn was passiert und Sie bis dahin nicht zurück sind, starten wir und fliegen nach Bria. Wenn Sie es in der Zeit schaffen, kein Problem. Ja, es gibt 2 französische Maschinen. Eine morgens, eine abends. Sie fliegen über Zentralafrika. Es sind Aufklärer der französischen Luftwaffe. Wir bitten seit 3 Jahren darum, ihre Meldungen zu bekommen, aber wir bekamen nie was. Wo fliegen Sie lang? Über die ganze Zone. Sie machen Aufnahmen, sie haben Wärmesensoren und Bewegungsmelder. Sie wissen genau, wer unterwegs ist, aber sie sagen uns nie was. Die Kolonne, die Birao überfallen hat, ist 3 Tage vorher mit 27 Fahrzeugen im Sudan losgefahren. Das sind 400 Kilometer. Die Franzosen wussten, was los war, aber sie haben uns nichts gesagt. Der Stein im Schuh eben. Hallo, wie geht's? Ist er ein Offizier? Ja, alle. Dann erreichten wir die blutgetränkten Diamantenfelder der Zentralafrikanischen Republik. Neben den einheimischen Rebellen wird das Gebiet auch noch von Straßenräubern und marodierenden Mörderbanden aus den Nachbarländern heimgesucht. Es war also geraten, sich nicht lange in den Minen meines Partners aufzuhalten. Wie lange haben wir? 1 Stunde und 10 Minuten. Wo ist der andere Typ? Er kommt. Dann nichts wie los. Ist das die Mine? Da ist sie, schauen Sie. Ah ja.
Da sind die Diamanten. Das sind meine Leute. Wie groß war der größte Diamant, der hier gefunden wurde? Ungefähr so. Hier werden die größten Diamanten gefunden. Die größten im ganzen Land. Hier. Ich liebe dich, Mine. In diesen Gruben schuften Kinder und Erwachsene von morgens bis abends mit Händen und Schaufeln für Monsieur Gilbert, beaufsichtigt von einheimischen Soldaten, die aber auch Rebellen sein könnten. Wir müssen auf die Zeit achten. Die Maschine wartet noch 35 Minuten. Sagen wir Ihnen mal guten Tag. Ganz oben in der Hierarchie stehen die eingewanderten muslimischen Diamantenhändler, die mit Minenbesitzern wie Monsieur Gilbert Hand in Hand arbeiten. Monsieur Gilbert, können wir? Ja, alles erledigt. Wie lange dauert es zum Flugzeug? 5, vielleicht 10 Minuten. Kurz vor unserer Abfahrt ereignete sich plötzlich etwas Merkwürdiges. Eine junge Frau, von der Gilbert sagte, sie sei seine Ehefrau, wurde aus den Geschäftsräumen der muslimischen Diamantenhändler nach draußen gebracht. Zwingt sie nicht. Niemand zwingt sie. Lass sie in Ruhe. Mach die Tür auf. Mach auf, warum sagst du, wir zwingen sie? Ich soll gehen? Sie will, dass ich gehe. Tu nichts Schändliches vor diesen weißen Männern. Na, ein großer Stein. Wunderbar. Das Flugzeug. Ja, erwartet. Er sagt, ohne dieses Mädchen läuft das Geschäft nicht. Sie ist so eine Art Glücksbringer. Er hat sie wegen des Geschäfts geheiratet? Um mehr Diamanten zu bekommen. Wenn es ein Problem mit ihr gibt, läuft nichts. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, sie sei eine seiner Töchter. Aber sie ist seine Frau. So sind Moslems eben. Gilbert ist Moslem? Wusste ich nicht. Also, können wir Streichhölzer machen? Er sagt, wir können. Also dann, yes, we can. Warum verwenden wir Paraffinwachs? Wenn wir das Holz angezündet haben, soll es ja weiter brennen. Und das Paraffin lässt das Holz brennen. Seht ihr das Paraffin? Ihr zündet an, so, und es brennt ab. Natürlich wusste ich von Anfang an, dass aus der Zündholzfabrik nie etwas werden würde.
und dass ich diesen Menschen falsche Hoffnungen machte. Aber das ist in Afrika diplomatischer Alltag und wird in weit größerem Ausmaß betrieben. Es gehört einfach dazu. 90% der Streichhölzer hier kommen aus Kamerun. Sie importieren sie aus Kamerun. Wer? Die Firma, die sie herstellt, gehört einem Libanesen mit französischem Diplomatenpass. Er arbeitet nebenbei noch heimlich für eine ehemalige französische Firma, Sieta. Macht er mir Ärger, wenn ich hier eine Fabrik aufmache? Kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie du auftrittst. Das ist der Umschlag, der glücklich macht? Vielleicht solltest du ihn nehmen. Diplomaten übergeben kein Geld. Das ist die Regel Nummer eins, wurde mir gesagt. Diplomaten rühren kein Geld an. Sonst mache ich mich schmutzig. Schmutzig, verstehe. Der Mann, den ich gleich treffen werde, Jean-Francis Bozizé, ist der Sohn des Präsidenten und Verteidigungsminister der ZAR. Vor kurzem war der Rebellenführer Charles Massy von der Zentralafrikanischen Armee gefangen genommen und angeblich in ein Geheimgefängnis im Dschungel außerhalb Bangis gebracht worden. Dort soll er zu Tode gefoltert worden sein. Laut Jean-Francis Bozizé ist das eine Lüge. Aber Insider erzählen eine andere Geschichte. Charles Massy war ein Minister, der sein Amt nutzte, um mit Staatsgeldern Waffen zu kaufen und eine Rebellion zu starten. Einen Putsch mit französischer Unterstützung. Er hat es herausgefordert. Wenn er weg ist, ist er weg. Wir trauern ihm nicht nach. Bonjour, Exzellenz. Ja, bonjour, Eure Exzellenz. Bonjour, Eure Exzellenz. Genau so. Ich bin nach Afrika gekommen, weil Europa alt und müde ist. Sein Lächeln sagt mir, dass er jemand ist, der vorwärts schreiten will. Ein Pionier. Was man sich vor allem klar machen muss, die ZAR ist ein junges, jungfräuliches Land, das jede Menge Möglichkeiten bietet. Sie haben selbst gesehen, was sich im Land tut und wie reibungslos alles läuft. Ich fliege bald nach Liberia, um meine Akkreditierungsurkunde abzuholen. Ich hoffe, dass ich nach meiner Rückkehr von dort offizielle Grüße an die Regierung hier übermitteln kann. Damit wird eine neue Vision für die Zukunft anbrechen. Danke für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen. Je mehr ich ins Blickfeld von Präsident Bozizé geriet, umso mehr wuchs meine Sorge, dass meine Papiere nicht in Ordnung sein könnten. Ich befürchtete, dass in Liberia niemand von meiner Anwesenheit in Bangui wusste. Wie schnell kann ich meine Ernennung haben? In einer Woche? Aber es tat sich nichts. Ich rief Tyson immer wieder an. Wo sind Sie jetzt? In Frankfurt? Ja. Wo sind Sie? In der Schweiz. Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin nur ran, weil Sie schon ein paar Mal angerufen haben. Woher wissen Sie, dass Präsidentin Johnson meine Ernennung bestätigt hat? Das kam aus Shermans Büro. Meine Lage ist ziemlich übel. Ich trödle hier nicht rum. Ich nehme das sehr ernst. Ich auch, Willem. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich brauche diesen Deal mit Liberia. Lassen Sie uns das endlich unter Dach und Fach bringen. Ich habe Ihnen und Sherman ein Foto von mir und Francis Bozizé geschickt, damit er sieht, dass ich auf höchster Ebene arbeite. Mats, Sie haben mein Wort. Ich respektiere Sie wirklich.
Solange mein diplomatischer Status nicht geklärt war, war es riskant, die Diamanten, wegen der ich mir so viel Mühe gegeben hatte, außer Landes zu bringen. Die Kurzen Group zahlt Monsieur Gilbert 10 Millionen CFA-Franc. Dazu kommen noch 5 Millionen für Verschiedenes. 5 Millionen extra? Gut, lassen Sie mich kurz auf Dänisch mit ihm reden. Ist dir klar, dass du 5 Millionen zusätzlich bezahlen musst? Wieso das? Ihr habt euch auf 10 Millionen geeinigt. Jetzt sagen Sie, du warst bereit, Monsieur Gilbert 5 Millionen extra für Steuern und zusätzliche Kosten zu bezahlen. Ich dachte, das war in den 10 Millionen inbegriffen. Wie viel können wir ihm geben? Muss ich nachsehen, kann ich so nicht sagen. Wir müssen das jetzt durchziehen. Aber es ist totaler Wahnsinn, einfach so 5 Millionen draufzulegen. Ich habe gerade gehört, wenn wir gestern nach Sako gefahren wären, hätten wir einen 27-Karäter im Wert von 90 Millionen haben können. Mit den 5 Millionen hätten wir die Chance, an einen großen Stein zu kommen. Deshalb sollten Sie mir das Geld geben. Jetzt rede der Scheiße. Wir finden Steine für 80 Millionen, bla bla. Ich würde am liebsten sagen, halt die Klappe. Wenn du so reich bist, dann mach's doch selbst. Das ist alles Müll. Aber er will die 10 Millionen jetzt, oder es gibt keinen Deal. Normalerweise, wenn ein Vertrag so abgeändert wird wie der hier, dann nimmt man sich Zeit, liest ihn nochmal durch und denkt drüber nach. Ich weiß, wir sind in Afrika und die Zeit drängt, aber wenn ich du wäre, dann würde ich das nicht unterschreiben. Aber schließlich kamen wir zu einer Übereinkunft und es war an der Zeit, ein bisschen zu feiern. Er tötet auch seinen Schäferhund, Blondie. Aber bevor er sich und seine Frau umbringt, lässt er eine Flasche Champagner kommen. Bevor er mit seiner Frau Selbstmord begeht, bestellt er Champagner. Und das war ein Moët de Chandon. Wenn Sie jetzt also Moët de Chandon trinken, schmecken Sie, was Hitler geschmeckt hat, bevor er sich umbrachte. Prost! Die war gut. Gute Rede? Sehr gute Rede. Danke, Paul. Es gibt viele lustige Hitler-Geschichten. Wie die, wo er sein Kopfkissen mit Damenhaaren stopfen lässt. Ah, Schamhaare. Von Frauen. Für sein Kopfkissen wirklich? Ja, Hitler ist lustig. Ja, er ist lustig. Da gibt's viele Geschichten. Trinken wir lieber aus. Lassen Sie mich einschenken. Der Rest ist für Monsieur Gilbert. Ich hatte einen Stein, der 34 Millionen wert war. Sie haben ihn gestohlen. Wirklich? Er wurde gestohlen. Die Sache ist vor Gericht. Wer hat ihn gestohlen? Eine Firma hier, Sodium. Eine Firma namens Zodiac. Nein, Sodium? Sodium. Sodium und Katadiam gehören einem Libanesen namens Hassan al-Bakash, der, nebenbei bemerkt, auf der amerikanischen Terroristenliste steht, als Hamas-Unterstützer. Arbeiten Gilbert und Sodiam noch zusammen? Ja. Ja? Aber er sagte, sie würden es nicht tun. Ich habe hier die 10 Millionen CFA-Franc und noch ein paar Euro extra. Ich treffe mich nachher mit dem Präsidenten. Er trifft den Präsidenten. Das ist eine Gelegenheit, Sie einzuführen. Kann ich mitkommen? Kann er zu dem Treffen mitkommen? Wer? Er.
Nein, das ist nur für Abgeordnete. Damit kann ich die Diamantenpolitik beeinflussen. Als Abgeordneter kann ich für ihn verhandeln. Wenn man Geschäft und Politik verbindet, können wunderbare Dinge passieren. Ich bekomme einen Diplomatenpass. Er wird also auch Diplomat? Ja, bald. Es ist heiß. Ja, sehr heiß. Interessieren Sie sich auch für Gold? Ja. Er hat auch Goldminen? Er hat auch Gold. Sogar der italienische Konsul. Monsieur Gilbert erzählte, dass er an den italienischen Konsul, das höchstrangige Mitglied des konsularischen Korps in Bangui, Gold verschob. Maria, kannst du ihn fragen, ob er jemanden Vertrauenswürdiges hier kennt, der sich die Steine und die Papiere ansehen kann, wenn ich sie habe, und mir dann sagt, ob alles okay ist? Kennen Sie einen Gutachter oder Schätzer? Den Bruder des senegalesischen Konsuls. Bestens, danke. Ich schicke Ihnen den zukünftigen Konsul von Liberia rüber. Behandeln Sie ihn, wie Sie mich behandeln würden. Merci. Danke. Merci. Danke, Exzellenz. Ciao. Ciao. 10 Millionen CFA-Franc von der Kurzen Group gemäß der Übereinkunft über vorausgehende Erschließungsmaßnahmen. Unterzeichnet 21. November 2011. Jetzt bin ich offiziell ein Diamantenmann. Offiziell. Ein kleiner Applaus, bitte. Monsieur Gilbert verließ das Büro gut gelaunt mit einer Tasche voller Geld. Ich fragte mich, ob ich meinen Geschäftspartner je wiedersehen würde. Du hast ihm 15 Millionen gegeben? Ja. Gut, wirklich gut. Er war sicher hoch erfreut. Sehr, und ich sehe ihn nicht mehr. Keine gute Idee? Mark, er ist der britische Konsul. Great Britain. Yes. They was having a mining. Er hatte eine Mine. Die machen sie jetzt dicht. Sie hatten die Regierung als Partner in ihrer Firma. Sie hielten 75%. 25% gaben sie der Regierung. Jetzt machen sie dicht. Warum? Ihr Geld ist weg. Alles? Ja. Generaldirektor Mats Kortzen aus Zentralafrika für Mr. Sherman. Ja, wie geht es Ihnen? Gut, danke, Sir. Und Ihnen? Gut. Haben Sie Neuigkeiten, was meinen Diplomatenstatus angeht? Meine diplomatische Position? Nein. Willem, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verarschen mich oder Sie verarschen dich. Dann verarschen Sie mich. Willem, ich verliere echt die Geduld. Ich habe dir Tausende und Tausende von Dollar nachgeworfen. Nichts ist passiert. Ja, okay. Einfach nur okay reicht nicht. Ich brauche etwas Überzeugenderes. Was soll ich sagen? Ich bin hier mitten unter Leuten. Was willst du, dass ich mache? Noch immer keine Spur von Monsieur Gilbert und den Diamanten, die er mir versprochen hatte. Stattdessen tauchte plötzlich Paul auf und sagte, ich müsste den Standardvertrag des Bergbauministeriums unterzeichnen. Dabei hatte ich doch gerade deswegen eigens den Vertrag mit Monsieur Gilbert geschlossen. Wenn ich das unterschreibe, bin ich verpflichtet, auf ewig für Monsieur Gilberts Kosten aufzukommen. Hast du den Vertrag gelesen? Nein, so verstehe ich ihn nicht. Du solltest ihn lesen. Paul, wie kann das sein? Wir haben einen Vertrag beim Anwalt gemacht. Alle waren dabei. Und jetzt sagst du uns, wir müssen den anderen Vertrag unterschreiben. Wenn Sie den Vertrag mit Monsieur Gilbert vorlegen, werden Sie ihn verhaften und Sie nicht rauslassen. Sie werden ihn verhaften? Ja, es ist illegal.
Wir unterschreiben nichts, was wir nicht völlig verstanden haben. Was du meinst, Paul, ist, der Vertrag mit Monsieur Gilbert muss geheim bleiben. Weil sonst, wenn die Regierung es rausfindet, sie auch hinter mir her sein werden. Ja. Im Ernst? Wegen der Lage. Um die Absurdität perfekt zu machen, ich hatte noch nicht einmal eine Kopie des, wie ich inzwischen wusste, höchst illegalen Vertrages, den ich mit Monsieur Gilbert geschlossen hatte. Paul, kannst du ihm sagen, dass ich es sehr problematisch und irritierend finde, dass ich den Vertrag nicht habe? Ich habe 4 Kopien vorbereitet. Eine für den Notar, eine für Monsieur Gilbert und eine für die Archive. Kann er den Vertrag nicht heute oder morgen hier haben? Gilbert muss ihn doch nur unterschreiben. Ich erkläre es ihm nochmal. Es gibt kein Problem, sagen Sie ihm das. Ich habe Monsieur Gilbert 10 Millionen CFA-Francs gegeben und habe nicht einmal einen unterschriebenen Vertrag. So wie es aussieht, könnte Monsieur Gilbert schon mit meinem Geld außer Landes sein. Stimmt. Ich weiß nicht, warum Sie es rauszögern. Ich habe das Gefühl, dass sich Monsieur Gilbert und mein Anwalt gegen mich verschworen haben. Das mag so aussehen, aber... Siehst du es auch so? Ich habe gesehen, dass sie im gleichen Wagen weggefahren sind. Aber ich schätze das nicht so ein. Ich sehe es. Du siehst es. Warum sagst du mir nichts? Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, Mr. Kortzen, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Anwalt und Monsieur Gilbert. Arbeitest du auch für Monsieur Gilbert? Nein. Für den Minister? Nein. Wenn Sie die Papiere haben. Beantworte bitte meine Frage. Für wen arbeitest du? Wir arbeiten für euch. Wenn Monsieur Gilbert mich betrügt, kann ich hier keine Fabrik aufmachen. Er hat große Erfahrung auf diesem Gebiet. Aber jetzt hat selbst er Angst. Warum hat er Angst? Weil diese Dinge heikel sind. Sie haben die Chance, an viele Diamanten zu kommen. Denken Sie positiv. Ich versuche es, Paul. Aber ich werde allmählich immer... Es ist auch wegen der Probleme mit Liberia und wegen meiner Ernennungspapiere. Es wird einfach immer schwieriger für mich, als afrikanischer Geschäftsdiplomat zu arbeiten. Ich glaube, alle sind gegen mich. Nein, glauben Sie das nicht. Du musst stark sein oder du überlebst hier nicht. Mein Problem ist, er gibt mir den Vertrag nicht zurück. Das werden sie auch nicht. Wenn du am Flughafen bist, werden sie sagen, verhaftet ihn, er schmuggelt Diamanten. Dann nehmen sie dir weg und sagen, bye bye, Mister. Das machen sie auch mit Diplomaten? Mit allen. Aber es warteten noch mehr Probleme auf mich. Aus Lokalzeitungen und von Freunden in diplomatischen Kreisen erfuhr ich vom Mordanschlag auf den Staatssicherheitschef Guy Jean Le Foll Yamandé. Sie sagten, er sei nachts ins Fußballstadion von Bangui gelockt und dort erschossen worden. Wahrscheinlich das Werk von Profis. Wie die Zeitungen schrieben, wisse jeder, wer die Mörder waren. Sie lebten unbehelligt in Bangui, hieß es. Was bedeutete, dass Yamandé von eben dem Regime, für das er arbeitete, ermordet worden war? Da ich über geheime Tonbandaufnahmen meiner Gespräche mit dem ehemaligen Geheimdienstchef verfügte, aber nicht über volle diplomatische Immunität, begann ich mir Sorgen zu machen, ob die Regierung gegen mich vorgehen würde. Wir stehen in Kontakt mit einer Reihe von mächtigen Leuten. Und Sie haben ja Kontakt zu einigen Diplomaten. Und wenn diese Leute sich treffen, fragen sie, was macht ihr? Was ist sein Geschäft? What this one is doing? What is his business?
Weißt du, was mir auch Sorgen macht? Ich sprach mit einem Diplomaten und der sagte, Mr. Cortson, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie diese Papiere und die Diamanten haben, könnte jemand am Flughafen anrufen und sagen, er schmuggelt Diamanten. Deshalb muss alles so diskret laufen. Geheim. Wenn Sie zu viel Lärm machen, werden die Leute merken, der ist hinter Diamanten her. Ich traf mich nicht länger mit anderen Diplomaten und Regierungsmitgliedern und verbrachte die meiste Zeit in meiner Botschafter-Suite. Also suchte ich die Nähe der einzigen Menschen in Bangui, denen ich noch vertrauen konnte, meine beiden Pygmäen-Assistenten. Ich möchte Albert und Bernard mit einem riesigen Tier bekannt machen, das im Meer lebt. That lives in the sea. Dann eines Nachts klopfte es an der Tür. Ah, Gilbert, guten Abend. Hi, Paul. Du nimmst ein bisschen auf den Löffel. So. Magst du es? Es ist ein besonderer Geschmack. Wie etwas aus dem Meer. Ja, schmeckst du die Kraft? Ja, wie Fischeier. Ja, es sind Fischeier. Gut, aber sehr teuer und sehr... Das? Das kostet 300-400 Euro. Das? Ja, das sind die Diamanten des Meeres. Das sind die Diamanten, die wir gestern bekommen haben. Und morgen soll noch einer kommen. Wenn Sie die bei ihm finden und er keine Papiere hat, schlagen Sie ihn zusammen und er muss 50 oder 100 Millionen bezahlen. Wenn Sie keine Papiere haben, können Sie ihn 50 Millionen aufbrummen. More than 50 million? Yes. Also sollte ich sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Wir sagen immer, das Diamantengeschäft ist sehr einfach und sehr schwierig. Mit den richtigen Papieren ist es einfach. Dann kannst du machen, was du willst. Also bin ich... Vorsicht! Sie sind runtergefallen. Da, Sie müssen den Fuß wegnehmen. Da liegt einer. Oh mein Gott. Vorsicht, Vorsicht. Wie konnte das denn passieren? Sind da noch welche? Sieh unter deinen Füßen nach. Diamanten aus Krisengebieten, die keine Herkunftspapiere haben, sind Blutdiamanten. Und da ich im Besitz der Blutdiamanten von Monsieur Gilbert war und auch noch einen illegalen Vertrag mit ihm unterzeichnet hatte, wurde meine diplomatische Immunität immer dringlicher. Hallo? Mr. Cortson, wie geht's? Danke, Mr. Sherman. Ich habe mit dem Minister gesprochen, er ist nicht befugt. Er kann Ihre Ernennung nicht unterschreiben. Könnte ich nicht irgendeine Art vorläufiger Beglaubigung haben? Ich habe hier mit hochrangigen... Nein, das geht nicht, weil... Nein, Mr. Cortson, ich will Sie nicht anlügen. Einfach ein Papier, das besagt, ich sei im Begriff... Bitten Sie mich nicht um etwas, was es nicht gibt. Sie können nicht im Begriff sein, ernannt zu werden. Entweder Sie sind es oder nicht.
Hat Monsieur Gilbert heute etwas für mich? Er hat etwas für Sie. Das, was Sie brauchen. Hat er die Papiere dabei? Nein. Viele Diplomaten und Geschäftsleute machen das hier, aber nicht offiziell. Sie treffen nur die Arrangements. Und dann versteckt man die Diamanten am Körper. Aber wo denn? Sie stecken sie gut weg, in die Hose. Wir zeigen es Ihnen. Er steckt sie da rein und geht durch. Seien Sie nicht nervös, keine Panik. Sie haben Glück. Er ist doch auch ganz entspannt. Ich habe also den richtigen Partner. Es kommt nur darauf an, entspannt zu sein. Entspannt und diskret. Sehr schön. Und so viele. Es gibt noch mehr. Danke, Monsieur Gilbert. Geben Sie sie doch Maria. Kommt nicht in Frage. Das reicht mir jetzt. Im Ernst. Ich dachte nur... Im Ernst. Nein. Nein, nein. What happened from here? Wie die Geschichte weiterging? Diamanten verlangen Diskretion, also lassen wir es lieber dabei bewenden. Nur so viel. Monsieur Gilbert, mein Geschäftspartner, ist schließlich als Abgeordneter der Präsidentenpartei ins Parlament gewählt worden. Das ist der Beginn einer neuen schwarz-weißen Zusammenarbeit. Paul bekam eine 500.000 CFA-Franc, das sind 750 Euro, um die Zündholzfabrik aufzubauen. Er hat allerdings malariabedingt einige Rückschläge hinnehmen müssen. Bernard und Albert, meine beiden Pygmäen, bekamen Werkzeuge, um Streichhölzer in Handarbeit herzustellen und perfektionieren fleißig ihre Fertigkeiten. Wegen der Ermordung des Staatssicherheitschefs ist immer noch niemand verhaftet worden. Ich habe aber inzwischen in Erfahrung gebracht, dass sein Vorgänger, auch ein weißer Franzose, vor 2 Jahren durch Gift beseitigt wurde. Und wo wir schon dabei sind, auch Dr. Eastman, der geheimnisvolle Boss von Willem Tyson, ist tot. Wie mir Tyson schrieb, erlag er einem Herzanfall, während er sich auf geheimer Mission in einer abgelegenen Region Boliviens aufhielt. Kaiser Bokassa, der seine Landsleute so gern persönlich umbrachte, wurde kürzlich posthum von Präsident Bozizé rehabilitiert, aus Anlass des 50. Jahrestags der Unabhängigkeit von Frankreich. Und was wurde aus mir? Ich wurde endlich nach Monrovia zurückberufen, um offiziell ernannt zu werden. Wenn ich meinen Einstand in Bangui gebe, lade ich Sie ein. Okay, es wird uns eine Ehre sein. Wir haben uns zwar schon die Hand gegeben, aber nochmal kann ich schaden. Das ist Dr. Toga McIntosh, Liberias Außenminister. Nach dem Bürgerkrieg wurden in einem Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission 50 Liberier aufgelistet, die wegen ihrer Rolle im Krieg nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden sollten. Mein neuer Chef, Minister McIntosh, steht auf dieser Liste. Aber wen interessiert's? Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf steht schließlich auch drauf. Wie mein Freund Mr. Sherman sagt, ist der Kommissionsbericht bedeutungslos, weil seine Ziele zu ehrgeizig waren. Machen wir also einfach weiter wie bisher. Das ist doch ein perfektes Ende für die Geschichte. Ich werde schließlich... Doch noch ein echter Konsul. Weniger geht nicht. Weniger geht nicht. Es heißt, Konsuln seien die Aschenputtel der Diplomatie. Den Spruch kannte ich noch nicht, aber ich lerne jeden Tag dazu. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Warum? Ach, Sie meinen, keine Sorge, Sie gehen auf das Fest. Sie müssen um Mitternacht zurück sein, aber Sie werden hingehen. Bevor meine Kutsche sich in einen Kürbis verwandelt. Exzellenzen, Konsuln, meine Damen und Herren, im Namen Liberias heiße ich Sie zu diesem Abend herzlich willkommen. Hurra! 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 Hurra!
Paul und ein Hoch auf die Pygmäen. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople, it's in Istanbul, not Constantinople. So a Cupid date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.